Guten Abend, liebe Taucher, guten Abend, liebe Taucherinnen, guten Abend, alle Freunde des Tauchsports, die anwesend sind, entweder hier in unserer Zoom-Webinar-Software oder auf Schöner Tauchen Facebook-Seite oder auf Tauchernet oder auf Pesti Video. Wir haben heute die größte Reichweite bisher in unseren Webinaren, und heute geht es um das Thema Französisch Polynesien. Ich bin der Armin vom Tauchernet. Ich werde durch den Abend geleiten und ich werde euch jetzt erstmal einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was uns heute Abend erwartet. Ja, das war ja schon mal ganz knackig. Und wir haben natürlich heute Abend absolute Profis für diese Destination anwesend. Und ich übergebe jetzt einfach mal an den Uwe, den Geschäftsführer von Schöner Tauchen. Und der wird seine ganze Crew vorstellen, die er heute mitgebracht hat. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Armin hat ja schon gesagt, wer ich bin. Und ich will euch jetzt einfach mal ganz kurz sagen, wer noch alles dabei ist. Und so nach dem Motto Ladies first sollte Melanie sich vielleicht mal vorstellen. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin die Melanie, bin in der Reservierung bei Schöner Tauchen, also immer im Büro anwesend, kümmere mich um alles von Flugbuchungen, die komplette Reiseunterlagen, jedes Wehwehchen, was so anfallen mag. Bin seit mittlerweile, ich glaube, knapp 15 Jahren oder sowas hier im Büro. Hat Uwe mich damals ganz geschickt von einem anderen Reiseveranstalter abgeworben, schön mit der Tauchreise angelockt, also hat super funktioniert, wie man sieht. Fühle mich sehr wohl hier und ja, hoffe, dass wir uns zusammen einen schönen Abend haben. Ja, Melanie, danke dafür. Und bevor ich jetzt die anderen vorstellen möchte, möchte ich vielleicht ein klein bisschen ausholen. Und zwar, wir wollen ja heute aber das Thema Französisch-Polynesien. Und bei uns geht es eigentlich gar nicht so sehr um Französisch-Polynesien, sondern das beste Tauchen dort ist eigentlich im Tuamotu-Archipel. Das Tuamotu-Archipel liegt ungefähr 500 Kilometer östlich von Tahiti selber, von Papeete. Und das ist das größte Inselreich oder Inselatoll, das es auf der Welt gibt. Wenn man sich das mal vorstellt, das Ganze hat eine Reichweite von 2000 Kilometern, sind 78 Atolls, aus denen das besteht. Und da sind meiner Meinung nach mit die besten Tauchplätze der Welt. Bekannt sind die Inseln Rangiroa und Fakarawa, wo es Tauchbasen gibt. Und es gibt eigentlich keine Tauchschiffe, die dort fahren. Das war ungefähr vor 12 Jahren der Stand, als ich mich damit beschäftigt habe da und von einem ganz kleinen Schiff gehört habe, das Aquatiki hieß. Von dem Schiff gab es im Internet unterschiedliche Berichte. Ich habe ein bisschen gesurft, geguckt, wo gibt es Informationen. Bin bei YouTube über ein Video gestolpert, das ein gewisser Peter Löseke gemacht hat damals. Den habe ich dann angesprochen, angeschrieben und gefragt, ob wir das vielleicht bei uns nutzen können und ob er mir vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben kann. Bin ich noch online? Ja. Auf jeden Fall. Und dann, ja, so kamen wir ins Gespräch. Peter war unheimlich nett. Er hat so toll von dem Ziel geredet, dass wir es dann das Schiff auch aufgenommen haben. Und ja, so sind wir zusammengekommen. Seitdem ist er bei uns, begleitet Reisen und das sehr, sehr erfolgreich. Und wir freuen uns auch total darüber, dass wir den Peter haben. Und das Problem ist, dass die Reisen von Peter meistens gar nicht mehr mit in die Werbung gehen. Die sind nämlich zur Hälfte schon vorher ausgebucht. Und so kam ich dann auf die Idee, dass wir uns vielleicht noch ein paar neue, nette, tolle Reiseleiter suchen. Und wir sind fündig geworden. Da haben wir zum einen den Markus in München gefunden und der Marcel, die vor 2 Jahren dann bei uns angefangen haben, noch nicht richtig durchstarten konnten durch Corona, haben aber ihre erste Reise schon gemacht mit unseren Gästen. Und ich finde, die beiden sollten sich jetzt einfach mal vorstellen. Fangen wir vielleicht mit Markus an und dann kommt Marcel. Ja, vielen Dank, Uwe. Ja, hast es eben schon erwähnt. Also ich darf relativ neu mit bei Schöner Tauchen als Reiseleiter dabei sein. Ja, ich habe vor ganz kurz vor 22 Jahren mit dem Tauchen angefangen, also noch im alten Jahrtausend in der Karibik. Und dann habe ich so die Folgejahre, eigentlich hatte ich da das Privileg, die sehr viele Destinationen kennenlernen zu dürfen. War dann alles dabei, von Island bis Südafrika und auch in die anderen Richtungen kreuz und quer.
Und ja, schon 2005 oder 2007 bin ich auch das erste Mal dem Peter über den Weg gelaufen auf einer Kokostour. Und seitdem haben sich unsere Wege immer wieder mal gekreuzt. Auch dann mal in den Malediven haben wir uns dann fast zufällig mal getroffen, weil ich da auch einige Zeit dann gearbeitet habe als Tauchlehrer. Ja, und nachdem ich dann zurück in Deutschland war, ist der Kontakt auch nicht abgebrochen. Und über ihn bin ich dann schlussendlich auch bei Schöner Tauchen gelandet. Konnte jetzt auch schon die erste Gruppenreise begleiten nach Raja Ampat. Ein wunderbares Ziel. Ja, letztes Jahr sind wir ausgebremst worden, leider. Hoffen wir, dass diesen Herbst vielleicht noch was geht. Und ja, dann hoffen wir mal, dass das weiter so geht. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich jetzt auf die tollen Aufnahmen von Peter über Französisch-Polynesien. Okay, dann weiter an den Marcel. Ja, dann mache ich weiter. Danke. Ich bin der Marcel, bin jetzt auch seit 2 Jahren bei Schöner Tauchen als Reiseleiter unterwegs. Habe vor 10 Jahren mit dem Tauchen angefangen auf Malediven und habe da die Liebe zum Tauchen entdeckt und bin seitdem überall in der Welt unterwegs. Und wie es mein Hintergrundbild auch schon verrät, ganz oft mit Haien und habe da halt jetzt die letzten 10 Jahre alles besucht, was es so abzutauchen gibt auf der Welt mit Haien, unter anderem auch Französisch-Polynesien. Also da darf man gespannt sein. Das ist ein gut empfehlenswertes Ziel. Für Schöner Tauchen bin ich jetzt 2019 auf den Philippinen gewesen. Auch eine ganz tolle Gruppenreise, auch super geeignet für Anfänger und auch für Fortgeschrittene was dabei. Und letztes Jahr leider ausgefallen, wie wir alle wissen, war es ja nicht ganz. Und auf dieses Jahr dann verschoben die Raja Ampat-Tour, da bin ich auch drauf. Und hoffen wir, dass es dieses Jahr dann wieder weitergeht mit dem Tauchen. Ja, das hoffen wir irgendwie alle. Marcel sieht ein bisschen spacig aus mit seinem Hintergrund. Ich denke, die Reisen, die er betreut, die sind auch spacig. Ihr beide macht das natürlich richtig gut. Die Touren mit Peter, die sind ja sowieso immer ausgebucht, so wie Uwe schon gesagt hat. Vielleicht kann man dann für 2027 die nächste freie Tour mit Peter noch einloggen. Aber dazu zu Möglichkeiten kommen wir dann später noch. Wir haben gehört, dass ja, die Aquatiki natürlich im Fokus steht. An alle Teilnehmer nochmal die Information, wenn ihr Fragen habt zum Thema Französisch-Polynesien, zur Aquatiki, stellt diese Fragen direkt hier in Zoom über die Frage- und Antwortfunktion. Ich schaue immer ein bisschen auf die Frage und stelle die dann auch direkt durch an unsere Diskussionsteilnehmer. Auch in Facebook, wo wir live gestreamt werden, könnt ihr gerne Fragen direkt als Kommentare in die Live-Videos eingeben. Auch hier gucke ich nach und werde die Fragen dann weiterleiten an die Diskussionsteilnehmer. Ich denke, wir verabschieden uns jetzt wahrscheinlich von Marcel und Markus für das weitere Webinar und werden dann nur noch zu viert weitermachen. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch kurz vorgestellt habt. Wäre sehr nett und ich denke, die Touren mit euch, die sind absolut top. Tschüss, okay. Viel Spaß euch noch allen. Ciao. Viel Spaß noch, ja. Ciao. Ja, danke. Okay, ja, Peter, was macht denn so eine Tour mit der Aquatiki so besonders? Ich glaube, das Beste ist, wir schauen uns mal einen kleinen Film an, dann hat man einen kleinen Überblick und dann erkläre ich mal, warum das so besonders ist. Okay.
Ja, da läuft uns natürlich mit der Covid-Abstinenz das Wasser im Mund zusammen, ne, Peter. So ist es auch, oder? Ja, absolut. Also es gibt ja wirklich, wirklich, wirklich viele tolle Reiseziele und Französisch-Polynesien, sprich die Tour Modus und gerade die Tour mit der Aquatique ist für mich definitiv das Ereignis oder die Reise, die überall so ein bisschen klein wenig abhebt. Ich kann ja mal erzählen, wie ich da überhaupt, das erste Mal bin ich 1999 nach Französisch-Polynesien gereist. Ich habe ein paar Sachen gelesen, ein paar Insider-Sachen. Zu der Zeit war es alles mit Pioniercharakter. Die wenigen Inseln, die es da gab, waren ein Abenteuer, überhaupt hinzukommen. Und ich war eigentlich gleich verliebt und bin eigentlich seitdem jedes Jahr fast einmal da, mindestens. Und so hat sich das dann im Laufe der Zeit dann so ergeben. Und die Tour mit der Aquatique war halt dann so, dass es sich ergeben hat, es war ein kleiner, die Aquatique selber ist ein Katamaran. Und wer schon mal auf einen Katamaran weiß, dass das auch nichts mit einem anderen Liverboard zu tun hat. Das Leben ist viel intensiver, man ist viel, viel näher am Meer dran. Es ist einfach... Es ist einfach was ganz Besonderes und man hier, wie man gerade sieht, einmal schaut einfach aus dem Fenster und dieses türkisfarbene Wasser und alles, was man da sieht, das begeistert einen. Und man braucht eigentlich, wenn man da hinfährt, zwei kurze Hosen oder drei, man kann die mal durchwaschen, ein paar T-Shirts und man kann das extrem genießen. Was mich oder das Besondere am Tauchen ist einfach dieses kristallklare Wasser. Man hat da teilweise 100 Meter Sicht. Und, die Haie sind da immer noch allgegenwärtig. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon 22 Jahre lang da. Und es ist eines der wenigen Ziele, wo ich sage, dass es sich nicht zum Schlechten verändert hat, sondern dass es immer noch unheimlich beeindruckend ist und ich von keiner Tour zurückgekommen bin und es war nur gut. Die Leute sind immer wieder dabei und sagen, sind so begeistert. Es sind Leute dabei gewesen, die auf der Hintour, wir haben uns das einmal gegönnt, einmal wollten wir unbedingt Polynesien sehen und das Geld aber ausgegeben. Auf dem Rückflug haben wir uns wieder unterhalten, haben gesagt, ich glaube, es war doch nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Jetzt, Peter, wir sehen jetzt ein bisschen was aus dem Bauch des Schiffes. Wenn man sich immer so einen Katamaran anguckt, dann denkt man immer, großes Segel und unten sind zwei Röhren mit einem Meter Durchmesser, in die man dann reinkrabbeln muss, wenn man ins Bett gehen möchte. Aber so wie wir sehen, ist das auf keinen Fall so, ne? Also die Aquatique selber ist sehr komfortabel, aber wir können ja auch mal, Melanie war jetzt auch im Oktober letzten Jahr drauf und kann ja mal ihre Eindrücke davon schildern. Ja, kann ich in allen Punkten meinem Vorredner eigentlich nur herzhaft zustimmen, sowohl was das Tauchen angeht. Ich hatte jetzt letztes Jahr im September das erste Mal die Ehre und das große Glück, dass ich mir das endlich mal live angucken durfte, was ich da immer verkaufe. Und war auch, ja, ich kann Peters Begeisterung und Hang zur Wiederholung seitdem sehr gut verstehen. Also Großfischfans kommen hier mehr als auf ihre Kosten. Und auch das Schiff selber ist wirklich, also nicht, es ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Die Aquatique hat 5 Kabinen, nimmt also maximal 10 Taucher mit. Nitrox gibt es an Bord und die Kabinen selber, also 4 davon haben halt ein Doppelbett drin, das bei 2 davon bei Bedarf geteilt werden kann mit diesem Brett in der Mitte. Das sind das, was wir zuletzt gesehen hatten. Eine Kabine hat 2 Etagenbetten übereinander. Die 4 mit dem Doppelbett haben halt alle so ein Bullauge, da wird man wirklich morgens wach, sofern man nicht gerade das Verdunklungsrollo hochgezogen hat und guckt raus und denkt einfach nur, jawohl, das ist es, das Leben, ja, weil genau so sieht es da aus, alles türkisblau. Meistens hat man auch irgendwo in der Lagune geankert, da sieht man noch ein bisschen weißen Sandstrand dahinter und ein paar Palmen und ja, schöner kann der Tag nicht starten. Ja, große Küche dabei, man isst gemütlich draußen. Der Koch gibt sich auch wirklich alle Mühe. Wir hatten alles Erdenkliche an Bord, was man sich vorstellen könnte. Vegetarier, Veganer, alles mit dabei. Und auf meiner Tour hatten wir sogar noch das Glück, einer der Gäste war selber ein Koch. Der hat dann da immer Nachtische gezaubert, dass einem wirklich das Wasser im Mund zusammenlief und der Anzug nicht mehr passte. Aber auch ohne das, also die Crew ist wirklich ganz herzlich, sind 2 Guides dabei, ein Captain, eine Köchin oder ein Koch.
Und ja, trotzdem, dass das Boot, Katamaran, denkt man immer, ist sehr klein, aber man hat da unfassbar viel Platz. Also kann sich ganz gemütlich, da vorne sind Liegewiesen, da kann man sich drauflegen. Das ganze Oberdeck sind Gelegenheiten hin, ist ein halb überdachtes Sonnendeck, da kann man sich hinkuscheln und man kann da sitzen, dem Captain zugucken. Wenn man ein bisschen Interesse zeigt, bringt der einem gleich noch fast das Segel mit bei. Also der war völlig begeistert, wenn man sich da noch nebengesetzt hat und sich das alles angeguckt hat. Ich habe über das Navigieren und alles einiges gelernt. Und ja, nur rundherum wirklich ganz, ganz tolle Zeit auf dem Schiff, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr okay, wir haben auch gleich die erste Frage vom Jonathan. Der fragt, ob ihr von der Aquatiki 2 oder von der Aquatiki 3 redet. Gibt's da was zu sagen? Das ist jetzt die 3, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben. Das ist die ganz neue. Die 2 war kleiner und die 3 ist jetzt ganz neu gebaut worden, ist jetzt seit knapp anderthalb Jahren in Betrieb. Und die ist ausschließlich für Gruppenreisen meistens. Die muss man also komplett chartern. Und das haben wir halt an diversen Terminen getan. Da haben wir dann das ganze Boot für uns und fahren die Route, die wir möchten. Okay, und dann gleich noch eine Frage zur Größe. Eine Länge von der Aquatiki, habt ihr die parat im Kopf oder irgendwo auf dem Blatt stehen? Kopf nicht, muss ich gestehen, die müsste ich suchen. Okay, aber da kannst du ja nachher mal ganz kurz, von der Peter, weißt du Bescheid? Ja, knapp 16 Meter ist sie lang. Also auch nochmal für die Leute da draußen, die schon mal mit auf der Aquatiki 2 waren und jetzt die Aquatiki 3. Also ich habe die 2 habe ich ja geliebt. Es war alles ein bisschen enger, es war alles ein bisschen schon ein bisschen weniger. Die Aquatiki 2 ist so lange gut, bis man die 3 gesehen hat. Also, die ist wirklich der Hammer. Das ist zum Beispiel ein Bild von der, zu Steigenberger, würde ich mal sagen. Ja, genau. Das ist gerade ein Bild von der Aquatiki 2. Das ist wirklich komfortabel. Und zum Leben auf dem Schiff muss man auch Folgendes sagen. Es ist nicht so wie auf anderen Liverboarden. Man hat jederzeit die Gelegenheit, wie Melanie schon sagt, man kann da navigieren, man segelt, immer wenn es möglich ist, segelt man auch. Und es ist so, dass wenn man kochen will oder mithelfen will oder sowas, ist man immer herzlich eingeladen. Man muss es nicht, gar keine Frage, aber man kann gerne mitmachen, man kann sich tolle Fischgerichte abgucken und es ist schon wirklich ein Erlebnis. Okay. Ich habe auch von Tanja die Frage, wann gibt es wieder eine Reise mit freien Plätzen? Ich denke, da kommen wir dann abschließend nochmal dazu. Da sollten wir uns erst nochmal alles hier anschauen, was es an Tauchen überhaupt noch gibt und wie die Highlights dann sind. Und dann bekommt Tanja, glaube ich, noch mehr Lust auf eine Reise und dann kann Melanie bestimmt mit ein paar Auskünften über mögliche Reisetermine weiterhelfen. Wie lange sollte man denn, wenn man auf der Aquatiki unterwegs ist, sich einbuchen? 2, 3, 4, 5, 6 Wochen am Stück? Was ist die normale Reisezeit, die ihr da vermittelt? Peter, du oder ich? Ich sag mal, warum ich. War jetzt Folgendes, wir haben, diese Tour ist ja mal entstanden und die haben wir im Laufe der Jahre entwickelt. Das war halt so, was Uwe jetzt eben schon mal erzählt hat. Wir haben Rangiroa und Fakaraba sind die Leute, die sich mit Französisch-Polynesien ein bisschen auskennen. Das waren die Pioniere früher. Rangiroa hat sich mittlerweile so entwickelt, zu einer der wenigen Flecke, die etwas negativer ist. Es sind mehrere Touristen hingekommen und dann war es halt so, dass ich auf der ganz früheren, auf der Aquatiki 1 war und mit dem Captain gesprochen habe und ich sage, hey, was kann man denn mal richtig Besonderes machen? Und dann sagte er, pass mal auf, wir waren jetzt mit National Geographic oben ganz im Norden, Raroria heißt das Atoll. Da hatten wir eigentlich 4 Drehtage angesetzt und wir haben da die ganzen 14 Tage verbracht. Und da habe ich gesagt, da müssen wir hin. Und dann haben wir die Tour so entwickelt, dass wir also nach Raroia kommen. Das ist halt ein One-Way-Trip. Bis Ende ist dann nachher in Fakaraba. Und und dafür benötigt man dann auch wirklich 16 Tage und 15 Nächte sind wir dann an Bord. Und dann kann man sagen, man hat Französisch-Polynesien vom Tauchen erlebt, hat alles gesehen. Uwe, wenn du noch was dazu? Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass diese 15-Nächte-Tour, die wir anbieten, dass das eigentlich das Nonplusultra ist. Diese Tour wird sehr, sehr selten gefahren im Jahr. Eigentlich sind das nur unsere Charter und sonst fährt da kein anderes Tauchschiff lang. Also diese Plätze haben wir eigentlich exklusiv, so 3, 4 Mal im Jahr. Ne? Oder Peter, ist das anders?
Nee, genau so ist es. Also es kann schon sein, man trifft immer wieder Segler auch, Weltumsegler. Das ist auch immer ganz nett. Und man kommt mit denen auch gleich ins Gespräch. Und manchmal haben die auch was gefischt. Und dann tauscht man halt Fisch gegen irgendwelche anderen Lebensmittel. Das ist immer super interessant. Und wenn man einmal auch da war, ich hab das Dive Guides von 2001, habe ich vor 2 oder 3 Jahren am Flughafen in Fakarava wieder getroffen. Der schrie, hey Peter, was machst du denn hier? Und eigentlich habe ich nur wieder erkannt, weil ich nur vom Film her noch so sah. Und man spricht sofort und man kann sich sofort wieder daran erinnern. Es ist wirklich eine Welt für sich. Ja, vielleicht für viele andere nochmal in dem Gebiet. Es wird nicht gefischt. Also was man sich vorstellen kann, mitten im Pazifik, die Franzosen lassen da keine Fischfangflotten rein oder sowas. Darum ist die Unterwasserwelt tatsächlich noch so, wie man sie kennt, also fast unzerstört. Was ja in vielen anderen Teilen der Welt eben nicht so ist. Und das macht es eben zu was ganz Speziellem. Okay. Ja, vielen Dank. Fragen haben wir jetzt erstmal außer verfügbaren Terminen keine. Das schieben wir ein bisschen nach hinten, die Frage. Wie kommt man denn eigentlich nach Französisch-Polynesien? Ich denke, wenn man direkt durch die Erdkugel durchdringt, dann kommt man da ziemlich genau in Französisch-Polynesien raus. Es ist wirklich die Destination, die am weitesten entfernt ist von uns. Und ich denke, Melanie kann uns wahrscheinlich ein bisschen was über die Anreise erzählen. So, von der Weite mit Sicherheit richtig, allerdings wirklich komfortabel erreichbar. Also es gibt geografisch näher gelegene Orte, wo man mehr Ärger hat auf der Anreise. Es gab mal 3 Routen, 2 davon sind jetzt momentan Covid-bedingt über Tokio und über Neuseeland sind stillgelegt. Geht derzeit die Flieger gehen alle ab Frankreich, ab Paris. Und landen normalerweise in Los Angeles zwischen. Das ist jetzt alles vertagt worden auf Vancouver. Da hat man kurz einen Zwischenstopp, die tanken auf, Crewwechsel und dann geht es gleich weiter. Und dann landet man direkt in Papeete in der Hauptstadt. Das kann man also sehr, sehr bequem arrangieren. Es gibt auch Tarife, die staatliche Fluggesellschaft von Polynesien, die Air Tahiti Nui, hat auch in Kooperation mit der Air France Zubringer auf verschiedenen deutschen Flughäfen. Man muss also nicht unbedingt zusehen, wie man selber nach Paris kommt, sondern kann das ganz komfortabel ab bis Deutschland, Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin, kann man das alles durchgehend arrangieren. Dann hat man ein Ticket und eine Airline, die sich um alles kümmert. Wir haben auch eine Premium-Economy-Klasse, wenn man es ein bisschen bequemer möchte. Der Flug ist ja schon arg lang, das sind 2 mal 10 Stunden oder 9 bis 11, je nachdem, wie der Wind steht. Und natürlich auch eine Business-Klasse, also ist für alle Kategorien was dabei. Aber auch die Economy kann man sehr, sehr bequem aushalten. Na, ich saß hinten und wir hatten auch das Glück, dass der Flieger ein bisschen leer war. Von daher hatten wir viel Platz. Aber selbst wenn man sitzt, kann man aushalten. Na, ist jetzt momentan mit der Maske im Gesicht was zwar ein bisschen ungewohnt, aber die vergisst man irgendwann auch. Und daher, ich habe es tatsächlich geschafft, dass dann irgendwann Essen kam und ich mir einen Kaffee auf den Frack gekippt habe, weil ich die Maske im Gesicht vergessen habe. Aber war sehr bequem und wenn man dann da ankommt, kann man sich entweder vom Hotel aus abholen lassen oder sich selber ein Taxi schnappen oder man nimmt sich einen Mietwagen, was sich später für eine Rundreise auch nochmal anbietet. Da kann man die Insel ein bisschen selbst erkunden und dann ist man eigentlich auch schon da. Zum Schiff brauchen wir dann nochmal einen Inlandsflug. Die Tuamotus sind jetzt nicht gerade um die Ecke von der Hauptinsel von Tahiti. Da fliegt man nochmal 1,5 bis 2 Stunden hin. Und dann kommt man direkt von da aus ins Schiff. Okay, ich zeige im Hintergrund einfach mal ein paar Fotos von der Destination, die natürlich auch wieder absolut Lust machen. Und auch gleich die nächste Frage vom Rainer. Da sind natürlich auch Schnorchler glücklich, oder? Ja, also sicher kann man auch als Schnorchler mitfahren und sicher hat man auch die Gelegenheit, da an welchen Plätzen zu tauchen. Wobei diese Kanaltauchgänge mit diesen Haien sind meist alles Tauchplätze. Aber wenn man jetzt als Nichttaucher dabei ist, hat man genug. Man hat jederzeit, wenn man vor Anker liegt, man liegt in der Lagune, man kann sich entweder so ein Center-Paddle oder ein Kajak nehmen oder man sagt dem Captain oder einem von der Crew, hey, könnt ihr mich nicht mal eben an den Strand bringen, so wie hier. Und dann kann man entscheiden, wie lange man sagt, dieser Strand gehört jetzt mir. Und das ist halt, also diese Tour ist auch sehr, sehr flexibel. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, hey, man taucht, um
um 9 und um nachmittags um 5 oder um 3, sondern es ist alles von den Gezeiten abhängig und man muss immer gucken, wann die einlaufende Strömung bis die auslaufende Strömung ist. Von daher kann es mal sein, dass man morgens zweimal taucht. Es ist angesehen oder geplant, ist immer 2 Tauchgänge am Tag. Viel mehr ist auch nicht möglich. Die Tauchgänge sind alle sehr intensiv, sehr lang auch. Und ja, und deshalb sind halt auch nur 2 Tauchgänge da möglich. Aber eins ist auch so, die Masse an, also man hat, glaube ich, 28 Tauchgänge auf der Tour und die wirklich von diesen 28 Tauchgängen sind 27,5 Weltklasse. Das ist einfach so. Und man kommt wieder und man sieht es ja bei mir im Hintergrund, diese Haie, das hast du auf jeden Fall gesehen. Das hat man vielleicht mal bei einem Kanal ein bisschen mehr, dafür beim anderen Kanal weniger. Deshalb ist auch immer einer von uns dabei, der sagt, hey, pass auf, hier, dieses Atoll, das ist jetzt mal nicht so gut, dann fahren wir halt mal zu dem nächsten. Und aber in der Regel, das ist immer der Wahnsinn. Okay, wenn da noch ein halber Tauchgang nicht ganz so toll ist, ist das bestimmt der Checkdive mit dir, den man dann obligatorisch machen muss. Ich habe hier von Anne einen ganzen Sack voll Fragen und die gebe ich euch einfach mal durch. Und das ist, ob man direkt von der Aquatiki reinspringt oder ob man ein Beiboot dabei hat, wo man dann irgendwo zu den Spots, zu dem Einstieg gefahren wird. Wie die Tauchgänge getaktet sind, also werden da alle zusammen irgendwo ins Wasser geworfen oder mit zeitlichem Abstand? Wie viele Guides sind dabei und muss man mit der Ausrüstung auf das Beiboot steigen oder wird einem da geholfen? Und zuletzt gibt es auch irgendwelches wie Notsender wie Nautilus Lifelines oder sonstiges Systeme an Bord, wenn man irgendwie mal verloren gehen sollte. Melanie, möchtest du anfangen? Ja. Also Aquatiki 3 hat den netten Gimmick, dass beides möglich ist. Die hintere Plattform kann man tatsächlich aufsenken und hochfahren. Also wenn sich die Gelegenheit mal ergibt, kann man sich tatsächlich mit dem Gerödel da draufsetzen, Beine ins Wasser baumeln lassen, dann wird man runtergefahren oder beendet den Tauchgang da am Boot und wird dann hochgefahren. Meiste Zeit, also ich sage mal 90%, ist es aber vom Beiboot aus, weil man ja auch durch den Kanal noch durchfährt, um dann reinzuspringen und die Strömung mitzunehmen oder ans Außenriff geht. Von daher ist es die meiste Zeit da im Boot. Guides sind normalerweise 2 an Bord, da werden dann die Gruppen ein bisschen aufgeteilt. Die gehen normalerweise dann auch versetzt ins Board, ins Wasser, einen springt rein und dann werden die den nächsten abgeholt und reingebracht. Was war noch? Ob es ein Seenotrettungssystem gibt oder ein Taucher-Lost-System wie das Nautilus Lifeline. Nicht an Bord, ja, da kriegt man ein Gerät, das kann man sich ins Jacket tun, kriegt man auch vorher erklärt. Es war nicht von Nautilus, den Namen weiß ich nicht mehr, aber wir mussten es Gott sei Dank nicht testen, aber ich unterstelle, es funktioniert sehr gut. Und da werden dann auch sämtliche Schiffe im Umfeld alarmiert. Ansonsten sehr bequem, also man kriegt die Ausrüstung nicht ins Kreuz und donnert dann dadurch die Wellen, sondern die Flaschen stehen im Boot, man fährt an den Platz und da erst setzt man sich außen hin, dann wird dann die Flasche eingereicht und man rödelt auf und dann macht man nur noch die Rückwärtsrolle. Also ist auch für Rückenkranke absolut machbar, die Tour bin ich nämlich selber. Okay, nächste Frage ist, Kompressoren an Bord, sicherlich, Peter wird die nicht mit dem Mund aufblasen nachts, habt ihr da Infos genau, was da an Kompressoren auch an Bord ist? Also ich persönlich nicht, weiß ich nicht, Nitrox-Kompressor, ich weiß halt, dass die halt selber auch da tauchen und deshalb besonders Wert drauf legen, dass die gewartet werden und aber wie der jetzt heißt, da bin ich leider technisch auch nicht so. Aber es ist auf jeden Fall ein Kompressor an Bord. Also, nochmal kurz zum Tauchen. Also man muss sehen, das ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Man taucht halt in der Gruppe, aber man muss sagen, man ist ja nur 5 Taucher und der Guide. Also taucht man nur zu 6. Und das ist sehr, sehr entspannt, wirklich gut. Man geht eigentlich auch zusammen ins Wasser und dann auch zusammen wieder raus. Aber das ist halt durch diese Strömungstauchgänge ist das dann halt auch so. Okay. Wie sieht es mit Nachttauchgängen aus? Nee. Also machen sie keiner. Meisten Plätzen ist es, glaube ich, gar nicht möglich, wegen den Haien, die dann nachts jagen, möchte man dann auch nicht rein. Da sitzt man teilweise schon auf dem Boot hinten, lässt die Füße baumeln und dann kommen die angeschwommen, wenn man da noch ein paar Obstabfälle reinschmeißt. Also ich bin wirklich High-Fan, aber da würde ich nachts nicht reinspringen. Nein.
Okay. Also es ist schon. Auch, schon ne? Ja, natürlich. Es ist aber Folgendes: In Französisch-Polynesien ist es verboten, nachzutauchen. Man darf maximal nur dreimal in Französisch-Polynesien am Tag tauchen mit Pressluftgeräten. Und was wollte ich noch sagen? Und anfüttern ist auch nicht erlaubt. Also alle Bilder, die wir gesehen haben, jetzt eben auch in den kleinen Filmchen, sind erstmal nur vom letzten Jahr. Also nicht, da habe ich jetzt nicht im Laufe der Jahre gesammelt irgendwas, sondern das war einfach nur vom letzten Jahr, die Bilder. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie so eine Tour aussieht dann, was man da alles erlebt. Und und man muss dazu sagen, es sind alles keine Verordnungen, das gehört zu Frankreich und deshalb ist es ein Gesetz. Okay. Und deshalb. Peter, du darfst nicht so lange schwärmen jetzt immer von allem, weil wir haben noch so viele Fragen hier offen. Wie tief sind denn die Tauchgänge im Schnitt? Da gibt es relativ strenge Regularien, je nachdem, welche Brevetierungsstufe man hat. Aber Durchschnitt sind eigentlich immer so um die 20, 25 Meter. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir irgendwann mal großartig tiefer gegangen sind. Offiziell okay. Darf man mit dem OWD eigentlich nur bis 18, aber ja, wenn es dann mal 20 sind, werden wir auch nicht gleich rausgefischt. Okay. Sind alle Tauchgänge mit Strömung? Nein, nicht alle. Es gibt auch welche, da geht man ans Außenriff und da ist fast überhaupt keine Strömung. Zwischendurch mal ein bisschen chillen. Okay, dann haben wir die Frage, ob Early Morning Dives möglich sind. Ich denke, auf jeden Fall, oder? Wie gesagt, wie Peter schon erklärt hat, da richtet sich wirklich nach der Strömung. Da guckt man morgens rein und wenn jetzt die Strömung so steht, dann hat man teilweise mal einen um 11 und einen um 1, dann den Rest des Tages nichts mehr zu tun. Mal ist der erst um 8 und dann erst wieder nachmittags. Also das geht, hängt wirklich von den Gezeiten ab. Okay. Dann eine ganz gezielte Frage. Hat das Beiboot eine Leiter? Ja. Okay. Kurz und bündig. Dann die Frage von Markus. Gibt es dort auch Wracks? Nein. Also es gibt ein Wrack in Tahiti, wenn man, die Touren sind ja auch so ausgelegt, dass man eigentlich in einem 3-Wochen-Fenster von Samstag oder Samstag-Sonntag bis Sonntags wieder zu Hause ist. Dann hat man 4 Tage oder 5 Tage vorher in Tahiti oder macht Moorea oder was vorher. Und da kann man sich einen Wrack angucken. Aber das Tauchen in Tahiti, Moorea, Bora Bora oder ein Rest von Französisch-Polynesien hat nichts mit dem Tauchen in den Tuamotus zu tun. Also wenn, sollte man es auf jeden Fall vorher machen, auf keinen Fall hinterher, weil dann ist man maßlos enttäuscht. Aber sonst auf der Tour selber gibt es keine. Okay, dann habe ich noch eine Frage von Jonathan, der wahrscheinlich schon mal mit dir unterwegs war und gesehen hat, dass du am Tag gefühlte 20 Stunden mit der Drohne umhergehst. Wie sieht denn die Drohnenverordnung dort aus? Gibt es da irgendwas zu beachten, wenn jemand eine Drohne mitbringen möchte? Also in Tahiti weiß ich es nicht genau. In den Tuamotus ist man in den Tuamotus. Und da gibt es außer bei den Inseln, wo Flughäfen ist, wo man dann eh nicht fliegt, ne, wo es in meinen Augen überhaupt gar keine Verordnung für geben muss, da sagt mir der gesunde Menschenverstand, da fliege ich einfach nicht, ist da keiner, der da hinterher guckt. Ob es da wirklich eine Verordnung gibt, das weiß ich noch nicht mal. Aber in Tahiti wäre ich schon eher vielleicht ein bisschen vorsichtig, würde ich mich dann informieren. Okay, dann die Frage, wie die Wassertemperatur ist. Was für einen Anzug sollte man mitnehmen? Das ist wieder von den Jahreszeiten sehr abhängig. Also zum Herbst hin wird das Wasser schon eher etwas frischer. Also da hat es dann, wenn ich frischer rede ich dann von 27, 28 Grad. Ich persönlich mag eher so das Frühjahr. Da ist es dann wirklich wärmer mit 28, 29, vielleicht auch 30 Grad. Ich kann das nicht so schätzen, aber ich komme dann mit einem 5 mm, also mit meinem Minimum an Anzug komme ich dann hin. Okay, dann die Frage von Anne, was kann man nachmittags machen auf der Aquatiki oder allgemein, was kann ich denn auf Französisch-Polynesien noch so nachmittags machen oder abends? Also es ist, also einmal in Französisch-Polynesien ist es halt so, dass also wenn ich die Tour vorher in Tahiti bin oder so, dann plane ich den Tag ja eh ganz anders. Auf dem Schiff selber ist es so, je nachdem, wann die Tauchgänge sind, aber in der Zeit dazwischen habe ich jederzeit die Chance, mit einem Kajak oder mit einem Center-Paddle zu fahren oder ich kann mich auf die Insel bringen lassen oder relaxen. Ja, okay. Sonst, und natürlich jederzeit schnorcheln. Das ist natürlich auch wirklich Wahnsinn. Man sitzt halt hinten am Boot und meist sind hinten so immer zwischen 5 und 20
Schwarzspitzenhaie, mit denen kann man dann auch ein bisschen rumschnorcheln. Okay, dann haben wir noch die Frage, gibt es einen Link, wo man die Infos finden kann? Natürlich findet man die Infos über die Aquatigi auf der Schöner Tauchen-Webseite unter Französisch Polynesien. Dort gibt es jede Menge Infos, dort gibt es auch weitere Videos, Fotos, alle möglichen Details und Kontaktdaten. Da wird man fündig, wir blenden die Adresse dann am Ende vom Webinar dann auch nochmal ein. Ja, du hast schon mal angedeutet, nochmal die Frage vielleicht an Melanie, die besten Reisezeiten für die Aquatigi, wann buchen sich bei euch die meisten Leute ein, wann sind die Touren, die ihr anbietet, was ist die beste Zeit, um dahin zu fahren? Also fahren tun sie durchgängig. Wir haben unsere Gruppenreisen meistens im Frühjahr oder im Herbst. Ich sage mal, die Herbsttouren haben halt dann noch das nebenbei, dass man das auch noch verbinden kann mit einer Waltour in Tahiti, wenn man möchte. Dann sind die Buckelwale dann in der Gegend Juli bis September, Oktober. Im Juni gibt es auch nochmal so eine Sensation mit dem Grouper Spawning. Das ist aber dann wirklich immer nur eine Tour, wo man da mal Glück haben kann. Und im Frühjahr generell ist das Wasser eigentlich mit am wärmsten und am entspanntesten. Unsere Sommerferienzeit ist Hauptreisezeit, also Hochsaison da ist von Juni bis, kann man schon fast sagen, Oktober. Dann wimmelt es da halt vor Franzosen, aber gut, fällt nicht unangenehm auf. Ja, das gilt eben als Hochsaison der Sommer, aber nicht deswegen, weil es da schöner ist oder besser, sondern weil ganz Frankreich in den Urlaub fährt und dann eben alles ein bisschen teurer ist. Okay, dann haben wir die Frage, wie es mit Video oder Filmern oder Fotografen aussieht. Ich denke, da wird auf jeden Fall Support auf dem Boot sein, was das Hinreichen der Ausrüstung oder sonstigen Sachen angeht. Ich denke, da wird man nicht alleine gelassen auf so einem Trip. Ich habe die Frage jetzt gar nicht richtig verstanden. Okay, also für unsere Fotografen und Videografen, wenn die mitgehen und ordentlich Ausrüstung dabei haben, dann werden die natürlich nicht alleine gelassen, wenn sie ins Wasser gehen wollen oder ein bisschen Hilfe mit ihrem Equipment brauchen. Ne? Nein, es ist immer auch eine Hand da. Sicher, es gibt nur vier Mann Besatzung, man muss immer ein bisschen gucken, aber die Crew ist hilfsbereit und man wird da auf keinen Fall mit irgendeinem Problem alleine gelassen. Okay, dann kurze Frage, kurze Antwort, Bordsprache. Französisch. Okay. Was mache ich? Ich auch Englisch. Also, okay. Also man steht mit Englisch nicht ganz alleine da. Aber die Wortsprache ist Französisch. Okay. Ich konnte mich verständigen und mein Schulfranzösisch ist verdammt lange her. Okay. Wie sieht es mit Nebenkosten aus? Also Getränkepreise, wenn ich dort was schnabuliere oder wie auch immer. Was gibt es dazu zu sagen? Die Frage von René. Ja, nicht gerade bescheiden. Okay. Polynesien, also einmal Französisch und die müssen so ziemlich alles einfliegen. Entsprechend sind die Preise also deutlich über dem europäischen Level. Okay. Ja, dann haben wir jetzt erstmal aktuell nur zwei Fragen offen, die wir noch im Nachgang dann beantworten werden. Und dann habe ich jetzt mal die Frage, was war denn dein coolstes, dein spannendstes, dein tollstes Erlebnis, Peter, was du in Französisch-Polynesien gehabt hast? Das tollste Erlebnis muss ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Ich habe da auch eine kleine Szene mitgebracht. Kannst du die kurz einspielen? Wir waren am Kanal, wir haben die Haie beobachtet Ja, ich spiele mal ein Video. Genau, wir haben die Haie beobachtet, wie man gerade sieht. Viel Fisch, wie Haie, so dieses ständige Bild. Und auf einmal sehe ich meinen Freund Markus, der jetzt bestimmt zuguckt, und wie er auf einmal ins Blau rausschwimmt und auf einmal vor unserer Nase ein Buckelwal aufkreuzt, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat 2 Sekunden gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, was da gerade so passiert. Also das war schon wirklich das i-Tüpfelchen. Man muss einfach auch dazu sagen, diese Hunderte von Haie, die sind halt jedes Mal da, das hat man eigentlich immer da. Man sieht immer auch Silberspitzenhaie, eventuell mal Zitronenhaie, die aber eher bei Tahiti. Und eigentlich haben wir auf der Tour auch immer mal einen Tigerhai oder einen Great Hammerhead gesehen oder auch, ich habe auch schon Marlin gesehen auf den Touren. Es ist einfach, ja. Also ja, was wir jetzt ja auch in dem Video gesehen haben, die Sicht war ja da auch nicht gerade mal 5 Meter, ne? Sondern das war schon ganz schön knackig, ne?
Ja, das ist wirklich so. Also das ist 70, 80 oder einfach klare, so wie man es sich eigentlich vorstellt. Ist natürlich für Fotografen perfekt. Ganz wenige, wenn man mal, oder wird die Sicht schlechter, wenn man bei auslaufender oder Strömung, aber das ist dann auch nur in Teilbereichen. Das sind dann die Außenriff-Tauchgänge. Man taucht dann an dem Außenriff so lange, bis man an die auslaufende Strömung von dem Kanal taucht, wo sich dann die Haie und alles tummeln. Und dann, man sieht das halt auch, wie die Milchsuppe rauskommt. Und dann aus dieser Suppe kommen dann schon mal Manta, die Haie. Und ja, es ist schon toll. Also das Beste, was ich an Sichtweite, garantierter Sichtweite kenne. Okay, perfekt. Dann noch eine kurze Frage vom Umberto. Nur 4 Mann Besatzung. Wer kochtet denn da auf dem Schiff? Die Köchin. Also jetzt haben natürlich alle gehofft, der Peter würde noch nebenbei hier. aber okay, das ist wahrscheinlich auch besser so, wenn da eine Köchin dabei ist. Wie bist du nur auf den Ablauf von dieser Tour gekommen, Peter? Ja, ich habe es ja jetzt eben schon mal gesagt. Es war wirklich, dass ich seit 1999 Polynesien besuche. Und dann war es halt so, man sucht ja immer neue Herausforderungen. Und das war halt wirklich so, dass ich mit dem Captain dann gesprochen habe und wir geguckt haben, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir das gebacken. Man muss ja auch so sehen, das Problem ist jetzt nicht, dass wir sagen, hey, wir fahren jetzt da und da los. Man muss ja auch an Tag X da hinkommen. Und die Herausforderung, die Melanie dann immer hat, ist halt an dem Tag, dass es dann halt, häufig geht dann nur einmal die Woche ein Flug überhaupt hin, dass wir dann da hinkommen. Und ja, dann habe ich es da einmal gemacht und dann haben wir sie immer weiter verfeinert und das ist eigentlich das Resultat jetzt aus jahrelanger Erfahrung und Wissen, wo sind die besten Plätze und wo können wir am besten tauchen. Und zu 80, außer Fakarawa, sind wir eigentlich an den Plätzen überall alleine. Es gab eine kurze Zeit, da ist die Polynesien Master gefahren, die fährt nicht mehr, die haben ihre Touren da zurückgezogen. Und jetzt bleibt einfach nur noch die Aquatiki 2 und die 3 über. Okay, dann noch eine kurze Frage vom Jonathan. Ist ein Kameratisch vorhanden und braucht man irgendwie einen Adapter generell, wenn man irgendwie was laden möchte? Und was gibt es dazu zu sagen? Hast du das noch im Kopf, Peter? Also ein Kameratisch, ja, natürlich. Ein Kameratisch gibt es jetzt in der Form nicht so, wie man es auf anderen Booten kennt. Aber es gibt genug Platz, wo ich meine Kamera lagern kann. Es gibt genug Steckdosen an Bord und man braucht keinen Adapter. Es ist ein Frank-Europäer, man braucht keinen Adapter. Weder in Tahiti, Bora Bora noch. Ich würde einfach einen mitnehmen, falls man über LA oder über Vancouver fliegt, dass man vielleicht da mal an eine Steckdose kann. Okay. Ja, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tauchbilder auch zeigen, die der Peter geschossen hat. Und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen einfach mal was erzählen dazu, was das Tauchen da einfach ausmacht. Da haben wir, denke ich, genug Bildmaterial, was wir jetzt dann auch zeigen können. Mela, sie sagt, du mal, was dir am besten geht. Du hast ja jetzt einmal da mich interessiert, wie du es erlebt hast. Also ausgewiesener Großfisch-Fan, von daher, ich war natürlich genau in meinem Thema drin. Kannst nirgendwo reinspringen, ohne dass dir die Haie vor die Linse laufen. Richtig beeindruckend finden fand ich natürlich Fakarawa Süd, der Pass, wo du da reinspringst und es ist wirklich wie auf einer Autobahn. Da stehen die dicht an dicht an dicht, teilweise zu Hunderten hintereinander, warten mehr oder weniger nur, dass die Fische da langkommen. Die müssen noch nicht mal großartig arbeiten, damit sie es fressen können. Und man schwimmt dann da rechts dran vorbei und guckt sich das an oder sucht sich irgendwo eine Ecke, wo man sich dann nochmal kurz festhält und sich das einfach nur vorbeiziehen lässt und High-Kino hat. Also ja, hat mir extrem gut gefallen, kann man nicht anders sagen. Sag mal, Kanaltauchen, Strömungstauchen, bin ich eigentlich auch ziemlicher Fan von. Es war teilweise schon relativ knackig. Also man sollte, wenn man es richtig genießen kann, schon ein bisschen Erfahrung haben, also sowohl mal die Großfische gesehen haben, aber vor allem auch mit Strömung, dass man schon mal gesehen hat. Also wenn man das erste Mal da reinspringt, da gibt es mit Sicherheit 1-2 Pässe, die einen ein bisschen erschrecken, aber war genau meins, von daher, ich fand es gut.
Und dann halt, dann sitzt man auf dem Boot und guckt halt nur rein und da schwimmen die Haie immer noch rum. Und in Fakarawa Süd gibt es auch eine kleine Pension, da saß man dann abends, hat noch ein Bierchen getrunken und sitzt wirklich da und schwimmen dir die Haie vor den Füßen. Und man muss noch nicht mal tauchen gehen, um sie zu sehen. Und das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, was vielleicht auch beeindruckend ist, ist der gesamte Fischreichtum dort, nicht? Ich meine, wir reden jetzt nur über Großfisch, aber es gibt ja auch Falterfische, es gibt Muränen, es gibt alle möglichen Arten von kleineren Fischen. Die ganze Bandbreite ist dort. Und was man auch hat, unheimlich schöne Korallen, auch wenn es nur Steinkorallen sind, aber der Bewuchs ist noch heile, das ist in Ordnung. Das übersieht man vielleicht mal, wenn man da die ganze Zeit sich nur die Haie anguckt. Ich meine, man zeigt nach einem Tauchgang niemandem mehr einen Grauhai, weil die sind überall. Aber das andere hat mich eben auch fasziniert, dass das da richtig schön ist. Ja, das wäre auf jeden Fall auch meine Frage gewesen, wie denn da die Korallen aussehen. Das ist, braucht man einen Riffhaken oder ist es dort verboten? Na, man kann einen mitnehmen, man braucht ihn aber eigentlich nicht. Was eigentlich auch immer, was man auch immer wieder beobachten kann, ich sage mal, wenn du nochmal 2 Bilder, 3 Bilder zurückmachst, wenn man den Hammerhai, das sind natürlich, man sieht immer wieder auch häufig die grauen Riffhaie jagen und wenn man ganz viel Glück hat, sieht man auch mal, dass die gejagt werden. Ne? Also man muss wirklich sagen, da ist immer alles möglich. Klar, das habe ich jetzt einmal gesehen, aber ich habe es gesehen. Ich habe auch einen Buckelwal gesehen und zudem. Aber selbst wenn man nur sagt, viele sagen ja auch immer, was ist die beste Jahreszeit? Es gibt keine beste Jahreszeit da. Man kann da hinfahren, wenn es eine Rolle spielt und sagt, hey, ich möchte es vom Wasser her ein bisschen wärmer, dann fahre ich im Frühjahr. Ich mag das Frühjahr eigentlich, das Wetter ist vielleicht auch immer. Aber in der Regel ist es immer gut. Und die Bedingungen sind, ist es nicht, ich war schon in Kokos, ich war Galapagos auch schon und da war es halt immer so, dass man mal gute und mal weniger gute Touren hatte. Aber hier war es wirklich immer so, dass man zurückkam und sagte, wow, hier mein Freund Markus wieder. Ja, unglaublich. Also ich habe, als ich das Foto gesehen habe, Peter, das erste Mal, habe ich gedacht, ja, da hat er mit Photoshop rumgespielt, ja. Aber mit dem Video war das dann schon gar nicht mehr so einfach. Also das muss wirklich so passiert sein. Respekt vor der Begegnung. Ja, das war, ja. Und das ist wirklich, das ist so der Alltag, so dein normaler Tauchgang halt, ne? Und man sieht auch alles immer ohne Abfüllung. Hier sieht man auch, wie gut die Korallen eigentlich erhalten sind. Und dann hast du halt, je nachdem, du hast halt so Blaustreifen, Schnapper, wie auch immer. Es ist auch immer, und manche Jahreszeiten, da hat man halt Glück, oder hier diese Soldatenfische und dann die Haie, wie sie da auch immer durchsegeln. Der Schwarm geht auseinander. Es ist, ja. Wenn man Haie mag, ist es genau das Richtige. Wenn man Schnecken mag, dann nicht. Okay. Aber es gibt ja auch noch andere Tiere, wie wir hier sehen. Ja. Ja, ja, die Bandbreite ist wirklich, also, und das Schöne ist halt auch, zum Beispiel die Manta-Sachen, ne? Es ist halt nicht so, dass es wie auf den Malediven, aber wenn man die Mantas hat, hat man sie halt in dem blauen Wasser. Und das ist halt für Fotografen sehr, sehr gut. Okay, kurze Zwischenfrage noch vom Andreas. 12 Liter, 15 Liter, Doppel 20, was zieht man da auf? Wir haben beides an Bord. Wir haben normalerweise immer pro Team eine 12er, eine 15er Flasche, aber wenn man es anders haben will, dann sagt man vorher Bescheid. Es sind auch, also man braucht keine Adapter, es sind auch DIN-Anschlüsse. Mhm. Und es wird eigentlich wird so aufgeteilt, weil man in der Gruppe taucht, die Leute, die, es sind Stahlflaschen, die Leute, die 12 Liter, mit 12 Liter hinkommen, die nehmen die 12 Liter und die anderen nehmen die 15 Liter. Insgesamt sind, glaube ich, 12 Flaschen, 6 und 6. Also eigentlich gab es da auch noch nie Schwierigkeiten. Für die Leute, die eine größere Flasche brauchen, ist auch immer eine da. Okay. Wie sieht es mit Süßwasser aus, um Kamera zu spülen? Denke ich auch kein Problem, ne? Alles vorhanden. Also okay. Es ist so eine Dusche, Ding. Mit Süßwasser und so hat man auch gar kein Problem. Also es ist genug, wie heißt das, diese Wasser? Entsalzungsanlage da ist sehr gut trinkbar. Also man kann das Wasser aus dem Hahn trinken. Es ist aber auch eine Soda-Maschine an Bord, es ist eine Espresso-Maschine an Bord. Also man ist in der Südsee und wer morgen sein Espresso gerne trinken möchte, das ist so
mein Highlight neben übrigens. Also, und man sitzt da, die Sonne geht auf, da sagt man sich, Mann, was habe ich nur verkehrt gemacht? du bist ja absoluter Experte. Wann warst du das allererste Mal in Französisch-Polynesien? Ja, das war 1999. Das war sehr spannend, weil ich nämlich weiß, da zu der Zeit gab es die Leute, die sich mit auskennen, Fakarava ist ja immer noch. Zu der Zeit gab es da noch gar keine Tauchbasis. Ich habe gelesen, dass ein Franzose da gerade angefangen ist zu tauchen. Ich sage, da muss ich hin, zu dem Franzosen hin. Gar keine Unterkunft gehabt, weil da war ich mit meiner damaligen Freundin da und wir dann beim Fischer geschlafen. Eigentlich, das war eine Katastrophe. Also das war, glaube ich, die schlimmste Nacht meines Lebens. Natürlich wollte keiner mehr da bleiben. Ich dann zu dem Guide oder zu dem Tauchlehrer ließ dahin. Ich sage, hier wollen wir eigentlich gar nicht mehr bleiben. Er sagt, das ist doch gar kein Problem. Nächste Woche geht doch der Flieger zurück. Und dann sind wir aber da geblieben. Wir hatten dann Glück und sagte, pass auf, Unterkunft. Ich kenne da noch so eine Südsee-Mama. Also so, wie man es sich vorstellen muss. Und dann auch an einem Strand, der traumhaft war mit Sonnenuntergang und auch mit den Schwarzspitzenhaien, wo die im Sonnenuntergang die Flossen aus dem Wasser kamen, wo man sagt, hey, was ist das hier? Und das Tauchen natürlich dementsprechend gut war. Okay, vom Rauchen kommen wir zum Tauchen. Der Jörg hat gesagt, nicht Raucherschiff, oder? Nein. Also geraucht... Die Käpt'n fragt nicht. Nein, geraucht wird hinten auf den Kufen. Also es gibt Area, wie auf jedem anderen Tauchschiff, gibt es bestimmte Area, also Bereiche, bei denen geraucht werden darf. Okay. Was für Orte sollte man sich denn noch in Polynesien anschauen? Vielleicht kann Melanie da was dazu sagen. Am Anfang braucht man sowieso immer, je nachdem wie die Flugtage zusammenpassen, mindestens eine Übernachtung auf der Hauptinsel auf Tahiti, weil die Flieger zum Schiff relativ früh rausgehen. Die Langstrecke ist aber auch recht knackig. Also wir empfehlen schon allein aus Sicherheitsgründen sowieso immer mindestens zwei, falls man eine Verspätung hat oder mal wie eine Tasche fehlt oder sowas. Und das lohnt sich auch definitiv, da 4-5 Nächte draus zu machen. Dann kann man, wie gesagt, da noch eine Buckelwaldtour machen, falls die Saison passt, oder sich einfach einen Mietwagen schnappen und das ein bisschen erkunden. Von Tahiti aus ist man eine halbe Stunde mit der Fähre oder 5 Minuten mit einem Flugzeug drüben auf Moorea. Das kann man sehr gut verbinden. Also beide Inseln sind über Wasser sehr, sehr wunderschön bewachsen. Unten im Süden von Tahiti gibt es die Stelle mit den angeblich höchsten Wellen der Welt, wo sich die Surfer immer rumtreiben. Da kann man sich auch einen netten Nachmittag machen, mal ein bisschen Sightseeing machen. Und das Ganze kann man auch sehr, sehr gut alleine erkunden. Also ist absolut sicher. Man muss sich da jetzt nicht irgendwie eine Tour raussuchen und sich guiden lassen oder sowas, sondern schnappt man sich einen Mietwagen und fährt rum. Wenn man einmal da ist, Bora Bora ist natürlich der Inbegriff der Südsee, kann man auch mal rüberfliegen, sich noch ein bisschen anschauen. Also kriegt man gut gefühlt, wenn man da noch ein Rahmenprogramm drumherum machen möchte um die Kreuzfahrt. Okay, perfekt. Dann hat die Steffi eine Frage. Wann ist Buckelwal-Saison? Wenn sie ganz gezielt Buckelwale sehen will, wann sollte sie kommen? Also das Beste ist, also Anfang tut es August. Das ist immer so ein bisschen, das kann schon mal ein bisschen schwanken, bis Ende Oktober. Also wenn man sicher gehen will, geht man Mitte September, Anfang Oktober los. Das sind halt aber, was man dazu sagen muss, es sind halt auch Tagestouren. Es sind französisch, also da, man fährt halt mit dem Tagesboot raus. Es sind Halbtagestouren, in der Regel sind es Halbtagestouren, genau. Man fährt raus und guckt. Es ist aber nicht so wie jetzt zum Beispiel in Tonga oder die Leute, die in Silverbank waren, dass man dann alleine ist. Das ist halt Moorea und Tahiti, da sind schon dann auch andere Schiffe. Man hat dann nicht unbedingt immer die Wale für sich alleine. Aber wenn man zu der Zeit da ist, sollte man auf jeden Fall 2-3 Tage Buckelwale einplanen, um sie dann auch zu sehen. Dass ich sie einmal unter Wasser sehe und halt über Wasser, so wie jetzt hier sowas, sieht man eigentlich fast jeden Tag. Aber wenn ich sie unter Wasser sehen möchte, dann sollte man schon 2-3 Tage. Und es wird nur geschnorchelt, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber das sind auf jeden Fall eindrucksvolle Bilder, die man nicht jeden Tag sieht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderschöne Aufnahmen, Peter. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ja jetzt schon öfters gefragt wurde. Sind wir noch vierstellig bei einer solchen Reise? Was kostet sowas? Und da kann, denke ich, die Melanie ganz detailliert Auskunft geben.
Man bekommt es vierstellig hin, ja. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was man vorhat. Wenn jetzt die Kreuzfahrt das Kernstück ist, da sind schon mal 6.000 weg. Langstreckenflug mit Steuern muss man so um die 2.000 rechnen. Die Inlandsflüge nochmal so grobe 550, sage ich mal. Also so um die 8.000, 9.000 bewegen wir uns schon. Dann kommt es halt drauf an, was hat man drumherum noch, wenn man sich dann da noch richtig schick ins Interconti oder sowas einmietet, kommt natürlich entsprechend nochmal der Hotelpreis obendrauf. Es gibt aber auch überall in Französisch-Polynesien die Gelegenheit, in kleinen Pensionen zu wohnen. Ist A, günstiger und B, wer das mag, der hat dann auch gleich noch ein bisschen Anschluss an Land und Leute. Die haben fast alle immer irgendwie einen kleinen Kühlschrank oder sowas dabei, da kann man sich dann auch selber verpflegen im Supermarkt an der Ecke. Ist für alle Geschmäcker was dabei, so das von 5 Sterne bis 2 Sterne Budget, alles machbar. Okay. Ja, wie kann ich buchen? Wann kann ich buchen? Und wo? Natürlich bei euch. Richtig, ja. Wie? Gerne melden per E-Mail oder anrufen. Wir sind jetzt vormittags während der Kurzarbeit immer telefonisch auch erreichbar. Ansonsten immer eine E-Mail schicken, die sehen wir jederzeit. Und dann melden wir uns gerne und machen dann ein schönes passendes Angebot. Okay, wann sind die ersten freien Plätze, die ihr anbieten könnt? Für unsere Gruppenreisen, also wer möchte, kann sogar dieses Jahr noch mit. Wir haben im September noch ein paar Plätze auf der Tour. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, das Schiff jetzt mehrfach gechartert. Also sowohl nächstes als auch bis 2025 haben wir da schon feste Termine, immer 2-3 Touren pro Jahr. Die haben wir auch alle auf der Webseite schon ausgeschrieben bei den Gruppenreisen und da aktualisieren wir auch die Stände immer dabei. Ja, das kann man auch bei der Aquatiki 3 auf der Webseite sehen, da steht dann unten immer dabei, wo noch Platz ist, die Termine. Ja, was wir vielleicht auch sagen sollten, es gibt ja nicht nur die Aquatiki 3 und unsere Charter. Es gibt ja auch die Aquatiki 2, die hat regelmäßig Touren, die gefahren werden, wo wir die Gäste mit einbuchen können. Die bieten eigentlich nur 8-Nächte-Touren an. Nicht? Die gehen ab bis Fakarawa. Peter, korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist, aber soweit ich weiß, haben die keine offenen 15-Nächte-Touren. Nee, die nicht, aber die sind manchmal flexibel. Manchmal sind sie 9, manchmal sind sie 10 Tage lang, also wie die von Tourplan halt so passt. Aber da werden auch tolle Tauchplätze angefahren, nicht? Also die Touren lohnen sich auch und dann hat man mehr Zeit, um vielleicht auch ein Rahmenprogramm zu machen. Also wir empfehlen unsere Reisen, wenn man das Nonplusultra haben will, die 15 Nächte, aber man kann auch jederzeit diese 8-Nächte-Tour, dann vielleicht noch Rangiroa, Morea, irgendwas anderes dazu, hat man auch einen schönen Urlaub. Also man muss nicht unsere Touren machen. Wir bieten das also auch ganz individuell an. Okay, dann haben wir noch ein Thema Corona. Wie sieht es mit den Corona-Bestimmungen aus auf der Reise, auf dem Boot? Was gibt es da aktuell dazu zu sagen? Also Corona aktuell sollte man wissen, dass es gibt keine Reisewarnung für Französisch-Polynesien. Das gehört zu den wenigen Ländern, wo es in Deutschland keine Reisewarnung gibt. Das ist das Positive. Das Negative ist, sie lassen uns im Moment nicht rein. Zumindest bis 31. März erstmal nicht. Peter, deine nächste Gruppe ist, glaube ich, im Juni. Und bis dahin sollte das also aufgehoben sein, dass man wieder reinkommt. Hoffen wir jedenfalls ganz stark. Und ansonsten, da wo es kaum Corona gibt, die halten natürlich ihre Hygiene ein mit Maske, Abstand. Und auf dem Schiff wird wahrscheinlich auch erstmal getestet. Aber bis dann im September die Reisen sind, ich denke, da sind wir am Punkt angelangt, wo sowieso die Leute mehr oder weniger alle geimpft sind, die da hinkommen oder hinkommen dürfen. Das ist zumindest meine Vermutung. Okay, dann haben wir noch eine Frage, was alkoholische Getränke an Bord angeht. Gibt es mit Sicherheit auch. Wer kann darüber Auskunft geben von euch? Melanie. Dosenbier ist reichlich vorhanden. Es wird gelegentlich auch mal ein bisschen was zusammengemischt. Und wenn man sich mit dem Captain gut stellt, der hat auch noch eine Flasche versteckt unterm Sofa. Also ja, Bier auf jeden Fall. Größere Sachen, Cocktails oder so, ja, mal machbar, aber jetzt nicht Standard. Okay. Und Wein gibt es auch diverse. Also das Schiff gehört einem Franzosen und der hat schon auch diverse Weine da. Cocktails, also Rum, also es gibt jetzt nicht die super Cocktails, aber es gibt schon, wenn ich einen Cocktail oder gewisse, es ist immer die Frage, man ist da wirklich am, ich hätte fast gesagt, Arsch der Welt. Es ist am Ende der Welt und da ist es einfach abhängig, was gerade da ist. Ja? Und dann... Also wenn man Alkohol trinken will, kriegt man genug. Also ich habe es auch noch nicht erlebt, dass das Schiff leer getrunken wurde. Das war's. Ja, und wer möchte, kann sich, glaube ich, aus dem Duty Free auch noch eine Flasche mitbringen oder darf man vielleicht sogar 2 mit reinnehmen und sich abends einen Longdrink machen. Also das ist alles nicht verboten.
Absolut. Also da hat das Schiff, egal was man sich mitbringen will, da haben die überhaupt gar kein Problem mit. Wenn man da sagt, hey, ich nehme meine eigene Pulle Wodka oder meine eigene Gin oder Whisky oder wie auch immer, kann man ganz problemlos mitbringen und man kriegt auch ein Glas und da sagt keiner was dagegen. Das ist da wirklich so familiär. Vielleicht sollte man einen Schluck abgeben. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und der Taucher. Reiseleiter, meine ich. Absolut. Reiseleiter, ja. Aktuell haben wir, so wie ich sehe, keine Fragen mehr. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt sie. Jetzt sind wir noch alle zusammen. Ansonsten bedanken wir uns schon mal, dass ihr bei diesem Webinar dabei wart. Wenn ihr Feedback habt, dann lohnt es sich natürlich auch im Nachgang auf Facebook ein bisschen was zu schreiben, zu kommentieren. Da guckt das ganze schöne Tauchenteam dann auch drauf und versucht, diese Fragen dann zu beantworten beziehungsweise euch direkte Nachrichten zu schicken. Benutzt die Möglichkeit auch, direkt eine E-Mail zu schreiben an Schöner Tauchen oder euch auf der Webseite umzuschauen. Ich blende euch nochmal die Kontaktdaten ein. Ihr könnt unter schöner-tauchen.de, da findet ihr alle Infos zu Französisch-Polynesien, jede Menge Videomaterial, jede Menge Fotomaterial, jede Menge Infos. Ihr könnt dann unter info@schöner-tauchen.de könnt ihr natürlich dann auch der Melanie, dem Uwe eine Mail schicken, dem gesamten Team, und die kümmern sich dann ganz detailliert um eure Anfragen. Und ihr könnt natürlich auch direkt dort anrufen unter der Telefonnummer 0421 45 0010. Und dann kriegt ihr natürlich auch alle möglichen Infos direkt am Telefon, könnt eure Fragen dort stellen. Und ich denke, so eine Reise, das ist natürlich nach der langen Durststrecke, die wir jetzt hier hinter uns haben, war das natürlich schon unfair, solche Bilder dann zu zeigen. Wir hätten vielleicht erstmal mit einem Baggersee anfangen sollen, bevor wir sowas hier zeigen. Das war natürlich schon erste Sahne. Und haut mal einen Bierpreis raus auf dem Schiff. Ich denke, das ist eine interessante Frage, und wer möchte sie beantworten? 4 Euro. Okay, das ist ja noch absolut. Ja, ich sag mal, eine Cola kostet 2 Euro, ein Bier 4 Euro, eine Flasche Wein irgendwie 25, 30 Euro. Also es ist nicht so, dass es sagen kann, hey, komm her. Es ist, also in Tahiti, in manchen Hotels ist es teurer. Okay, und wenn ich dann out of cash bin, kann ich die Nebenkosten mit Kreditkarte bezahlen? Melanie? Ich überlege gerade. Nein, also da kann man glauben. Keine, von daher überlege ich gerade, was die anderen gemacht haben. Ich meine schon. Müsste ich aber, um ganz ehrlich zu sein, nachschauen. Okay. Gut, also 4 Euro für ein Bier, das ist geschenkt, sagt der Markus, der dann mit Sicherheit auch gerade wegen dem Bierpreis dann mit euch mitfährt. Das ist natürlich ein Traum. Das ja, der Markus ist, an den ich denke, dann ist er Anti-Alkoholiker. Ne? Oh, ja, vielleicht gibt es auch noch alkoholfreies Bier, ja? Also wie auch immer. Ich habe keine Fragen mehr. Auch auf Facebook ist momentan nichts mehr, außer dass sich schon Leute verabreden, wann sie fliegen wollen und wer mit wem zusammen dahin fliegt. Das ist natürlich top. Das lohnt sich natürlich dann auch immer. Ein kleines Grüppchen, 2 Leute, 4 Leute, das macht natürlich dann umso mehr Spaß. Und auch da ist natürlich Schöner Tauchen dann behilflich, um das Ganze so geschmeidig wie möglich dann gebucht zu bekommen. Wenn keine Fragen mehr sind, sagen, wir sehen uns alle, ich teile vielleicht nochmal den Bildschirm, wir sehen uns alle am 31. März, also in einer Woche wieder, um 19 Uhr, Thema Malediven. Da wird auch wieder eine kompetente Crew von Schöner Tauchen mit mir zusammen diese Destination durchkauen, wird euch wunderschöne Bilder, Videos zeigen, jede Menge Informationen. Malediven geht aktuell, und deswegen haben wir es auch zum Thema gemacht, und dann könnt ihr dort auch eure Fragen zu diesem wunderschönen Tauchgebiet stellen. Da haben wir auch ganz, ganz tolles Material für euch. Freut euch drauf, registriert euch auch schon
Instagram. Die Links dazu gibt es dann bei Schöner Tauchen auf der Webseite, Schöner Tauchen Facebook-Seite. Wir werden bei Tauchernet auch nochmal eine Veranstaltung planen, sodass ihr euch da auch einloggen könnt. Seid wieder mit dabei, stellt wieder interessante Fragen. Es würde uns sehr freuen. In dem Sinne möchten wir uns bei euch verabschieden. Ich bedanke mich beim Schöner Tauchen-Team, das hier so kompetent Rede und Antwort gestanden hat, mit vielen, vielen Infos, Tipps und Tricks. Und die geben sie natürlich auch an euch weiter, wenn ihr da anruft. Vielen Dank, Melanie, vielen Dank, Peter, vielen Dank, Uwe. Wenn ihr euch noch verabschieden wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Hand zu heben und zu winken. Und Armin, danke dir. Ja, alles okay. Vielen Dank. Und okay. Dann bis nächste Woche. Jo, tschüss. Schönen Abend. Ciao.